Eine Ladung Bentonit hat Uschis Silo völlig verdreckt. Für die nächste Fuhre mit Maisstärke muss sie den Truck innen wie außen dringend wieder sauber kriegen. Die erste Adresse, Fehlanzeige. Dabei lag die direkt auf dem Weg zum Kunden. Und die nächste ist 3 Autostunden weit weg. Ich gehe jetzt wieder mal zu irgendeiner Tankwaschstelle. Und die können vielleicht mit meinem Dreck besser auskommen. Das Elend begann gestern am Ufer des Mississippi in St. Louis. Deutsche Ingenieure verstärken dort die Deiche und brauchen Bentonit, um es dem Zement beizumischen. Von dort ging es weiter nach Lafayette in Indiana. Und jetzt macht Uschi diesen riesen Umweg nach Ottawa in Illinois. Ich glaube, am besten kenne ich mich in North Dakota aus. Da kenne ich also wirklich jede Sandstraße, jeden Pfad. Das, was ich nicht unbedingt mit dem Truck abgefahren habe, bin ich zu Fuß abmarschiert oder mit dem Fahrrad lang gedröhnt. Ihr Fahrrad hat Uschi immer bei sich auf dem Truck. Doch zum Radeln wird sie heute nicht mehr kommen. Bei der Ankunft in Ottawa ist es schon stockduster. Hoffentlich hat die Waschanlage noch geöffnet. Glück gehabt. Hey, I got a dirty trailer for you. Oh, did Benny call you? It's bentonite though. And I kind of pulled it already half out, so they know. No, ma'am. Immerhin gibt es hier nicht sofort eine Abfuhr wie bei der Waschanlage in Lafayette. Damit sie Maisstärke laden darf, braucht Uschi ein Reinigungszertifikat, das nachweist, dass ihr Silo lebensmitteltauglich ist. Ob die Waschanlage hier so etwas überhaupt ausstellt, weiß sie nicht. Die Männer hier geben auf jeden Fall ihr Bestes. Jetzt heißt es Daumen drücken, dass der zweite Anlauf funktioniert. Bentonit ist ein sehr fein pulveriges Material, das entsteht, wenn Vulkanasche verwittert. Es kann extrem viel Wasser aufnehmen und backt dann regelrecht fest. Diese Eigenschaft macht es für den Deichbau ideal. Zum Saubermachen ist es dagegen eine absolute Katastrophe. What? What is it evil? It's bentonite. It's just a... No. 3 Stunden Umweg und für Trucker Babe Uschi fühlt es sich an, als war alles umsonst. Die zweite Waschanlage hat es zwar probiert, aber mit wenig Erfolg. Das Bentonit klebt wie Beton. Also viel ist da nicht drin, da hier ein ganz kleines bisschen drin, aber es scheint so hart, an den Wänden hängen. So langsam wird selbst Uschi nervös. Und das will was heißen. Verstehe ich aber jetzt nicht, wieso das nicht funktioniert. Dem Trucker Babe rennt die Zeit davon. Wenn der nächste Auftrag flöten geht, weil das Silo nicht rechtzeitig sauber wird, bedeutet das einen großen Verlust für ihre Firma. Ich muss jetzt hier rechnen, um tatsächlich am Donnerstag morgen da aus. Ich kann meinen Chef nicht noch weiter vergrollen mit diesen ganzen. Ich muss wirklich gucken, dass ich tatsächlich Mittwochnacht fast noch in Kanada sein werde. Das schaffe ich aber nur, wenn ich jetzt also morgen früh, so früh wie möglich losfahre. Am Ende ist der Truck zwar sauberer, aber von einem Reinigungszertifikat noch weit entfernt. Und weiterfahren darf sie auch nicht mehr. Ich muss jetzt warten, bis der aufgeladen ist hier, der Computer. Und dann muss ich das umschalten, denn legal habe ich keine Zeit mehr zu fahren. Aber ich fahre ja auch nicht weit, wir fahren ja nur da vorne die Ecke rum. Aber ich muss das jetzt auf Personal Conveyance machen, auf persönliche Fahrzeit. Und es ist auch tatsächlich persönliche Fahrzeit, die ist einem gestattet, wenn man von einem Ort wie diesem zu einem Truckstop oder Hotel oder so hin oder nach Hause kommt. Für heute reicht es der Highway-Heldin. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn sie bis übermorgen nicht mit einem blitzblanken Truck beim Kunden ist,
kann sie den Auftrag vergessen. Bescheidene Aussichten.